Hallo Leute, mein Name ist Martin und herzlich willkommen zu meiner Vorschau zu WWE Survivor Series. Denkt dran, dass meine Survivor Series Kickoff Show auf meinem Twitch-Kanal um 19 Uhr beginnt. Das ist eigentlich ein bisschen früher als sonst, aber eigentlich ein bisschen später, als ich eigentlich loslegen sollte. Deswegen nur, dass ihr dran denkt, 19 Uhr, ich versuch's zu schaffen. Als erstes haben wir in der zweistündigen Kickoff Show nicht nur 400.000 Trailer, sondern auch das Match zwischen Enzo Amore und Kalisto um den Cruiserweight-Titel. Erneut. Ja, es nervt. Ja, immer das gleiche Match. Und ja, zwischen den Matches haben sie auch noch Matches in Tour 5 Live und in Raw gegeneinander. Und damit ist es einfach wieder viel zu viel. Aber was willst du machen? Der Titel wird nicht zurückwechseln. Und vielleicht kommt ja Neville wieder. Das ist noch so die kleine Hoffnung, die man irgendwie hat. Aber ich denke mal, Enzo wird es irgendwie wieder schaffen, den Titel zu verteidigen. Und ja, die Hoffnung liegt auf Neville. Ansonsten, ja, Cedric Alexander wäre vielleicht noch cool als neuer Typ in der Cruiserweight-Titel-Division. Aber ansonsten, naja. So, weiter geht's mit dem ersten Champion vs. Champion Match. Intercontinental Champion The Miz von Raw gegen United States Champion Baron Corbin von SmackDown. Und hier finde ich es eigentlich nur ein bisschen komisch, dass beide hier sind. Und damit weiß man nicht so richtig, wie man anfeuern soll. Und für eine Show kann man sich ja eigentlich auch nicht entscheiden, weil ich nicht glaube, dass irgendwer nur SmackDown guckt oder nur Raw. Wenn, dann guckt man doch eh beides. Und gab es nicht auch schon mal eine Fehde zwischen Baron Corbin und The Miz? Von daher glaube ich, dass das ja dann eh nicht so spannend wird. Aber okay, The Miz geht over und holt dann in meiner Version den ersten Punkt für Raw. Dann gibt es das erste 5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match, dieses Mal bei den Damen. Für Raw treten an Alicia Fox als Team Captain, dann Asuka, Nia Jax, Bayley und Sasha Banks. Bei SmackDown haben wir als Team Captain Becky Lynch zusammen mit Naomi, Carmella und Tamina und einer fünften unbekannten Person. Jetzt ist es ja so, dass ja Natalya den Titel bei SmackDown verloren hat. Damit ist sie ja nicht mehr in dem Champion gegen Champion Match. Also könnte sie ja eigentlich den Platz, den hier Charlotte hatte, einnehmen und dann steht da halt Natalya. Dennoch kann man hier für Spekulationen sorgen, was Paige angeht, denn diese sollte ja eigentlich bei Raw zurückkehren, könnte man aber theoretisch jetzt auch bei SmackDown einsetzen und hier als große Überraschung zurückkehren lassen. Nachdem nämlich Asuka das Raw-Team verstärkt hat, könnte man eigentlich eine Paige bei SmackDown vielleicht ein bisschen besser gebrauchen. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir eh wieder nicht überrascht werden und Natalya einfach den Platz einnimmt und es halt einfach schade ist, dass es nicht vorher angekündigt wurde, obwohl wir deswegen spekulieren können. Aber gut, wer gewinnt hier das Ding? Ich denke Team Raw, denn wir haben Asuka auf der einen Seite und Asuka hat eine Winning Streak und die würde ich jetzt hier nicht unbedingt brechen wollen. Klar switcht man denn immer um, dass die Winning Streak dann auf einmal nur in Singles Competition ist, aber ja, finde ich immer ein bisschen komisch, deswegen tippe ich hier auf Team Raw. Dann bleiben wir auch gleich bei den Damen und dem Women's gegen Women's Champion Match. Dieses Mal hat ja der Titel nochmal bei SmackDown einen neuen Besitzer gefunden in Charlotte. Die wird also antreten gegen Alexa Bliss, was ich auch wieder finde, es ist das bessere Match. Und deswegen feiere ich den Titelwechsel, der bei SmackDown gekommen ist. Und hier wird das auch, glaube ich, ganz cool. Aber hier muss ich auch sagen, Alexa Bliss ist halt in-ring-technisch noch nicht so weit wie eine Charlotte. Deswegen, klar, was Promos angeht, ist Alexa super, aber ansonsten finde ich, fehlt immer noch ein bisschen was. Deswegen geht hier dann mein Tipp wieder zu SmackDown. Dann geht's weiter mit einem echt coolen Match und zwar auch wieder Raw gegen SmackDown, diesmal aber keine Champions. Und zwar irgendwie so die besten Teams, die die da irgendwie haben. Und zwar New Day aus SmackDown gegen The Shield von Raw. Und hier ist es ja ausnahmsweise mal auch so, dass bei The Shield auch wirklich alle Mitglieder von The Shield antreten und kein Kurt Angle, kein Triple H, keine Ahnung. Also die Match-Ansetzung an sich finde ich echt top. Gerade da New Day ja in den letzten Jahren zu dem Team schlechthin geworden ist und wie sie schon richtig bei SmackDown gesagt haben, die haben sich noch nie gestritten, da gab es noch nie Probleme, noch nie hatte irgendwer auch nur die Anzeichen gemacht, gegen die anderen zu turnen. Und bei The Shield
ist es dann eher nicht ganz so gut gelaufen die letzten Jahre. Klar freuen sich alle, dass The Shield wieder da ist und nachdem man das eigentlich gut für den letzten Pay-Per-View gehypt hatte, ist es ja dann durch Roman Reigns Krankheit dann doch nicht so gut gekommen. Also denke ich mal auch eher hier so, dass man The Shield weiterhin hypt und natürlich, Roman Reigns ist ja eh in dem Match, also gewinnt auch Roman Reigns, also The Shield gewinnt. Und dann geht es gleich mit einem großen Tag-Team-Match weiter, denn hier tritt aus SmackDown die Usos als SmackDown Tag-Team-Champions gegen die Raw Tag-Team-Champions Cesaro und Sheamus an. Auch hier wechselte der Gürtel ja nochmal sehr überraschend gegen New Day, aber trotzdem eigentlich ganz cool. Denn die Usos haben in der letzten Zeit so geile Matches gemacht, Cesaro und Sheamus haben in der letzten Zeit so geile Matches gemacht, also wenn wir die jetzt gegeneinander setzen, kann das doch eigentlich nicht scheiße werden. Also ich glaube, dieses Ding hier wird auf jeden Fall die Hütte abreißen, obwohl man es vielleicht von der Kartansetzung nicht glauben möchte, aber ich glaube, es wird wieder richtig geil. Deswegen freue ich mich auf das Match und eigentlich ist es mir egal, aber da ich ja eben wieder auf SmackDown getippt habe, würde ich denn hier einfach mal auf Raw tippen. Dann geht's weiter mit dem Traditional 5-on-5 Tag Team Elimination Match der Männer, auch hier wieder Raw gegen SmackDown und hier haben beide Teams auf jeden Fall eine ganze Menge aufgefahren. Das ist schon alleine an den Star-Appeal, an den Leuten, die da drin sind, so krass, dass eigentlich auch hier nicht viel Schlechtes passieren kann. Für das Team SmackDown treten an unser Commissioner von SmackDown, Shane McMahon, zusammen mit Bobby Roode, Randy Orton, John Cena und Shinsuke Nakamura. Im Team Raw haben wir den noch General Manager als Captain Kurt Angle zusammen mit Samoa Joe, Triple H, Finn Balor und Braun Strowman. Und warum noch Raw General Manager? Stephanie McMahon hat schon angekündigt, wenn er für sein Team verliert, dann wird sie ihn auf jeden Fall auch nicht mehr allzu lange als Raw GM einsetzen. Was natürlich auch heißt, wir könnten ihn häufiger in Matches booken, weil er dann wirklich als Wrestler angestellt ist. Aber das sind alles so Sachen, muss man sehen. Und gerade da man ja Triple H da jetzt noch reingesetzt hat, der zwar auch in House-Shows momentan sehr viel worked, aber ja, einfach mal überraschend sich hier reingesetzt hat für Jason Jordan, der ja eigentlich dafür geplant war. Das ist schon mal eine ziemlich krasse Sache. Einige gehen auch davon aus, dass Jason Jordan irgendwie da eingreifen wird und dass es somit einen Heel-Turn für ihn gibt und dann eine Fehde zwischen ihm und Kurt Angle angesetzt wird. Das weiß ich aber nicht, ob man das wirklich so macht. Ich denke mal eher, die Fehde zwischen Kurt Angle und Triple H ist hier wohl realistischer. Bei der SmackDown-Seite ist es ziemlich überraschend, dass John Cena denn doch noch zugesagt hat für diesen Pay-Per-View. Und da er also nicht im Main-Event als Special Ref eingesetzt wird, sondern hier dann doch dieses Team verstärkt. Auf jeden Fall, wie gesagt, bei so Leuten, die hier drin sind, wird das auf jeden Fall eine ziemlich krasse Nummer. Ich glaube, bei Raw wird Braun Strowman auf jeden Fall wieder eine Riesensache werden, da der wahrscheinlich alle eliminiert, keine Ahnung, okay, alle nicht. Denn mein Tipp ist, dass Team SmackDown gewinnt und dass dann halt Kurt Angle seinen Job verliert und so weiter und so weiter. Also ja, Team SmackDown ist da auf jeden Fall ein bisschen besser dargestellt und vielleicht wird Braun Strowman rausgenommen aus dem Match, weil Kane eingreift oder irgendwie sowas, dass man ihn hier als Charakter nicht zu sehr schadet. Mal schauen, dennoch geht hier dann wieder mein Tipp zu SmackDown. Dann haben wir das Main Event Match zwischen unserem WWE Champion AJ Styles, ganz frisch am Start, und unserem Universal Champion Brock Lesnar, der zwar nicht so frisch am Start ist, aber man ihn sehr selten sieht, deswegen kann man auch sagen, oh, wer ist das denn? Ich bin ja hier nur froh, dass man Jinder Mahal aus diesem Match genommen hat, weil Jinder hat einfach seine ganzen Matches nicht wirklich fair bestritten und einfach seine Titelverteidigung waren halt nicht gut, die Matches waren nicht gut und dann stellt er sich hin und sagt, ja, also eigentlich könnte ich Brock Lesnar jetzt auch besiegen, der halt einfach alles fertig macht. So ist auf jeden Fall viel besser, so wird ein viel besseres Match rauskommen und gerade weil wir hier AJ Styles haben und hier wird es sehr lustig, denn wir haben mit AJ Styles einen Worker, der sehr viel machen will, der immer darauf bedacht ist, ein richtig gutes Match aufzubauen und auf der anderen Seite haben wir Brock Lesnar, der eigentlich so chillig wie möglich arbeiten will und so wenig wie möglich machen möchte und eigentlich überhaupt keine Lust hat. Und das könnte eine ziemlich lustige Kombination werden. Vielleicht sehen wir da einen AJ Styles, der ein bisschen saurer wird. Vielleicht auch nicht ganz so gespielt. Also ich glaube, das wird ein ziemlich unterhaltsames Match. Viele German Suplexes, viele F5s, aber auch einige Phenomenal Forearms.
Trotzdem gehe ich denn hier wieder mit dem Sieg von Brock Lesnar. Was halt auch schade ist, weil er einfach nie da ist. Ich würde dem einfach den Titel wieder abnehmen. Das ist einfach, keine Ahnung. Ja, ich verstehe, dass der Typ einfach viel ist und dass er ein guter Champion ist, aber so ist es irgendwie langweilig. So, wer jetzt aufgepasst hat, der hat mitbekommen, dass bei mir generell ziemlich häufig Raw gewonnen hat. Wie es denn letztendlich ausgeht, ist natürlich fraglich. Und gerade hier, weil ja Stephanie denn in einer ziemlich komischen Situation ist, wird es ja auch eigenartig werden. Da ja eigentlich Raw gewonnen hat, damit sollte sie zufrieden sein. Aber das Hauptmatch hat ja den SmackDown gewonnen. Und damit weiß man dann doch nicht so richtig, wer hier die A- oder B-Show ist. Ja, kann auf jeden Fall interessant werden. Der Pay-Per-View wird gut, gerade ich bin zwar eher so ein Typ, der halt Titelmatches mag, aber da wir die letzten Titelmatches ja in den letzten Raw und Smackdown-Episoden hatten, ja, ist das hier einfach mal verkraftbar. Mal gucken, wie das Ganze wird. Die Matches werden, glaube ich, trotzdem geil. Deswegen schreib mir gerne mal deine Meinung zu allen Matches in die Kommentare. Vergiss nicht, diesem Video noch einen Daumen nach oben zu geben. Und natürlich auch den Kanal hier kostenlos auf YouTube zu abonnieren für weiteren Stuff der WWE. Ansonsten war's das für heute. Checkt gerne noch alle Links in der Videobeschreibung aus. Und ich wünsche euch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.